Moin Freunde, zwei weitere spannende Pluswellen stehen heute an und falls ihr nicht verpassen wollt, wie doof ich mich heute wieder anstelle, dann bleibt doch gerne dran. Und viel Spaß mit der neuen Folge von Mario vs. Donkey Kong. Aha. So meine Freunde, auf geht's. Wir stürzen uns in die Gusevilla Plus, der fünften Pluswelt mittlerweile schon. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich mit Devil eh schon ein bisschen Probleme hatte, schon im normalen Spiel quasi, ne? In den normalen Leveln. Deswegen ist das jetzt hier gleich nochmal umso spannender, wie ich mich jetzt anstellen werde. Schicken wir erstmal mit. Der Mini-Mario ist ganz da drüben, okay, den muss ich auch holen. Kann ich denn da hoch überhaupt? Ja, komme ich hoch, perfekt. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist. Ich würde sagen, nein. Weil ich wahrscheinlich, obwohl doch, da sind Stacheln da oben. Das ist nur der Rückweg, alles klar. Weil ist es so gewollt, ich weiß es nicht. So, komm hier lang. Nee, Junge, du sollst da runter. Hä, was machst du denn jetzt hier, Kollege? Komm hier hin. Warte mal, soll ich so laufen? Ehrlich jetzt? So, der geht mal hier hin. Und dann... Komm schnell. Wo darf ich stehen? Okay, da geht der hin, der Kollege. Das heißt, wir können so laufen. Das wird doch knifflig, oder? Komm hoch, Junge. Und das wird jetzt knifflig, oder? Ich muss ihn doch jetzt abpassen, richtig oder nicht? Komm. Kleiner. Ja, das war's. Das war der erste Level. Okay, der war sehr einfach eigentlich. Sehr viel einfacher als gedacht. Weil mit den Steinblöcken dachte ich, das wird ein bisschen schwieriger, aber das war gut lösbar hier. Gut, da war jetzt auch nicht viel los, ne? Kann nicht viele Hindernisse. Aber Hindernisse, die es in sich hatten, würde ich sagen. Da haben wir den perfekten goldenen Stern. Und weiter geht's mit dem zweiten Level dieser Welt. So, was hat der Donkey sich denn hier diesmal wieder ausgedacht? Beziehungsweise ich weiß immer nicht, ob der wirklich die Welten selber gebaut hat, aber ich glaube schon. So, ich muss auf jeden Fall. So wie es aussieht, Mini-Mario hier durchlotsen, ne? Was ist ein roter Schalter noch? Was ist das Problem? Ah, nee, warte mal, oder? Nee, ich kann zurückgehen, ja doch. Theoretisch dann, ne? Ja gut. Gucken wir erstmal. Der Kollege muss da runter. Erstmal. Das erste Geschenk. Genau, da geht's runter. Perfekt. So können wir weitergehen. Erstmal, bis dahin, genau. Er springt da komplett in die... Alter, was ist mit dem denn los? Die Stacheln. So, Kollege, komm mal mit dir. Ich überlege gerade, ob ich... Das geht doch, glaube ich, nicht, oder? Kann der irgendwie wieder runterfallen? Komm ich da irgendwie hin überhaupt? Nee, ne? Ich so aus, ne. Springt der jetzt wieder runter? Ach, warte mal. Ich glaube, der soll hier rüberspringen. Ja, genau. Aber wie komme ich denn jetzt an den roten Stein? Ach so, ich weiß wie. Doof. Ja, der bleibt doch da jetzt stehen. Und jetzt kommt er mit. Ja. Okay, so geht's. Ja, easy dann. Der Level sogar. Ich habe nur ein bisschen falsch gesehen eben. Ich dachte, der müsste da direkt mit dem, wenn der blaue Schalter noch alles runterfallen. Aber der springt da mit dem Satz rüber. Ich denke mir, Alter, was ist mit dem los, mit dem Jungen? Hättest du doch nicht mehr alle. Aber gut. Haben wir hinbekommen, Leute. Das ist der nächste goldene Stern und damit machen wir direkt munter weiter mit dem Erfolg hier. Oh, die Vorschau hat mir schon versprochen, dass jetzt hier wieder die Geister kommen. Die sich im Glück gefallen, wenn ich den Schalter drücke, ne? So, komm mal her. Oh, Stacheln, vorsichtig. Na, komm mal mit hoch. Muss ich die richtig abpassen, die zwei da, ne? Sieht aus, ich komm mal her, Kollege. Und zwar so. Ah, es könnte eng werden. Schafft er, oder? Jawoll. Schafft er natürlich. Na, jetzt ruhig da bleiben können, Kollege. Ich mach so, oder? Nee, das war zu weit auseinander, würde ich gerade sagen. Ja, doch, zu weit auseinander. Ist genäher aneinander ran. Ich will gerade auch noch stehen bleiben, eigentlich. Nein, das reicht so auch nicht. Mal bitte. Jetzt aber, oder? Jawohl, das passt so genau. Perfekt. Sauber. Super, Mini-Mario. Ich find's auch irgendwie knuffig, dass die so ein bisschen klingen wie wie Baby-Mario, ne? Hängt wahrscheinlich auch damit zu, dass Charles Martinet natürlich denen die Stimme gibt, natürlich auch, ne? Aber ich finde, die klingen 1:1 wie Baby-Mario, die Mini-Marios. War gut. Das ist so meine Fan. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Wir machen aber erstmal hier weiter mit dem nächsten Level. Und in diesem Level erwarten uns mal wieder Buhus. Ja, da ist er schon, der erste Kollege. Na, du bist mal da stehen. Ich kann da hochgehen, ne? Der Mini-Mario nicht. Der muss wahrscheinlich da unten lang. Kommt dann da hoch, von da aus.
Da fehlt dann, ach so, da ist das dritte Geschenk, da sind die letzten beiden Geschenke sogar. Da, ich muss den einmal durchlotsen und nochmal hochschicken, ne, so wie es aussieht. Ja, okay. Ich verstanden. Scheiße. Ich verkackt, oder? Das reicht nicht mehr, oder? Ja, der läuft doch da genau rein, scheiße. Besser wäre vielleicht den Buri hochzulotsen, genau. Hat viel mehr Sinn. Allerdings. So, zack. Der kommt doch hier hoch, warte mal. Kann ich ja so machen. Genau, und dann kommt er mit hier hoch. Zack, er geht runter und er darf nicht nach ganz oben. Genau, das war's, Ding. Und fertig. Okay, der Fall hätte nicht sein müssen im Nachhinein, denke ich mir. Das war ein easy Level. Ich glaube, wenn man so ein bisschen nachdenkt und nicht sofort losläuft, dann, die Level, glaube ich, allgemein sehr viel einfacher oder nicht so schwierig, wie ich so manchmal hier, oder wie ich mich immer beschwert tue hier in manchen Leveln. Aber einfach meinen nächsten Level. Vielleicht sieht es in diesem Level nicht schon ganz anders wieder aus und ich tue mich hier doch wieder richtig schwer. Wer weiß. Lass mal gucken. Wir haben hier ein paar Schalter unten. Und oben sind die. Warte, die kann ich aber holen, die Geschenke, oder? Theoretisch. Ich kann auf jeden Fall alleine holen. Das mache ich jetzt auch mal. Dann springen wir mal darüber. Pack das nächste. Oh, da war ich nicht weit genug drin. Okay. Mein Fehler. Aber das erste Geschenk. Ja, getroffen. Scheiße. Vielleicht soll ich einfach mitlaufen, wa? Ja, mitlaufen ist besser. So, dann gehe ich doch einfach von hier lang, oder? Warte mal. Ah, da sind die Shy Guy-Blöcke da. Okay, das könnte natürlich ein Problem werden noch. Weil ich muss ihn ja irgendwie hier... Ah, nee. Eigentlich nicht. Oder? Warte mal. Komm mal her. Das kann ja loslaufen, der Kollege. Kann leider stehen bleiben. Niemals, guck mal mit hier rüber. Frage ist, in welche Richtung wollt der jetzt? Aber warte mal, ich drück eh den Game Schalter, das ist eh egal. Dann geh ich rüber zu Rot. Der geht da einfach rüber, Junge. Du bist doch bescheuert, Kollege. Der ist doch komplett Banane in der Birne. Wieso kommt der überhaupt mit? Darüber will er. Der kann ja über den Game Schalter laufen. Das wundert mich gerade. Vielleicht soll ich doch den blauen Schalter neu aktivieren. Ja, da kann ich nicht dahin laufen, genau. Dafür ist er da. Genau, geh da hoch. Ab hier hoch, genau. War schon richtig erkannt, mein kleiner Freund. Muss eh mitlaufen, ne? Ja, ich muss eh mitlaufen. Okay, und jetzt durch. Dann haben wir es doch. Ich weiß nicht, wofür ich die, also die gelbe Leiter fand ich persönlich jetzt unnötig, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht braucht man die, wenn man irgendwie was verkackt hat oder so, oder noch ein Geschenk. Ne, wobei Geschenke waren ja alle da oben. Hat ja auch keinen Sinn. Na gut, ich weiß nicht, wofür der gelbe Schalter, also die gelbe Leiter oben war. Ich brauchte sie nicht, aber mal gucken, wie der nächste Level läuft. So, dann schauen wir doch mal, Leute. Oh Gott, hier sind wieder Steinblöcke. Die kleinen Steinblöcke. Ich bin da fast dazu gezwungen, minimal direkt zu aktivieren, ne? Ja, scheiße. Da hätte ich besser abpassen müssen. Komm mit, Kleiner. Aber ja, wir können durchlaufen. Hab ich da One-Up nicht geholt, ne? Warte mal, ich muss den... Ne, so wollte ich das eigentlich nicht machen. Hä, muss ich da rüberspringen? Ich dachte, ich könnte einfach rüberlaufen. So schnell hatte ich jetzt nicht im Kopf. Ich komme gar nicht ran. Noch besser. Warum ist der nicht mitgelaufen? So, hier hoch. Ein Kleiner. Okay, wenn er darauf geht, dann ist tatsächlich Feierabend direkt. So, der Steiger muss da unten runter stehen, genau so. Kann er da runter und hüpft ja wieder nicht. Aber was ist denn mit dem los? Das war aber nicht für mich gedacht, oder? Der, vor allem der rote Block ist doch weg, ist doch Quatsch. Oh, warte mal, bleibt der oben stehen, wenn ich jetzt da runter gehe? Sache, ja. Kann ich da nicht rüber, okay. Gut, ich glaube immer noch, dass er da runter muss. Wenn ich ehrlich bin, jetzt ist da eine etwas größere Lücke. Da ist rüber, okay. Was ist das Ende da? Kommt der jetzt da rüber, ey? Ich glaube, ich weiß wie. Ah, das war zu früh. Er muss springen und dann muss ich den Schalter drücken. Ach du Scheiße. Ja, perfekt, wo geht's? Guck mal, Leute, habt ihr gesehen? Oh, perfekt, der Laufzieher. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, deswegen, also... Das war nicht ohne der Sprung, sagen wir mal so.
Ich will auch lügen, dass jetzt doch der erste Versuch danach war. Aber die anderen Versuche waren so kläglich. Ich glaube, die braucht ihr nicht wirklich sehen. Man braucht ihr nicht sehen. Na, Leute, das war quasi schon die Welt. Jetzt fehlt noch Donkey Kong und das Wunderpilz Bonus-Level. Die Wunderpilz kann ich jetzt auch relativ gut gebrauchen, wenn ich ehrlich bin, nachdem ich gerade ein paar liegen lassen habe. Das ist schon nicht ohne gewesen, der Level. Mal hier hoch. So, die Schlüssel haben wir auch schon. Perfekt. Können wir hier rüber gehen und fertig. Das war doch, ich würde fast sagen, Rekordzeit. Ja, wahrscheinlich nicht Rekordzeit, aber so allgemein, was die Level angeht für mich, war auf jeden Fall Rekordzeit. Und schon geht's weiter mit 5 DK plus. Und auch hier sind auf jeden Fall die Shy Guys am Start. Ich so wie letztes Mal auch schon grabben muss. Diesmal muss ich dann noch so. Oh. Scheiße, der hängt da ein bisschen kacke oben. Wenn ich ehrlich bin. Der blaue Schatten, ne, jetzt ist wieder der rote am Start. Der hängt da halt oben jetzt gerade, das ist ein bisschen blöd. Was ist das denn? Den Level finde ich jetzt schon kacke. Kann ich jetzt schon sagen. Ich habe keinen Schalter in der Hand. Ein Schalter, Junge, drück einen roten. Scheiße. Da wurde ich getroffen, scheiße, weil er den gerade die Farbe geändert hat in dem Moment. Das gibt's doch nicht. So, das war ein Treffer. Oh, das war knapp. Haupt jetzt mal. Mann, Mist. Ich war gerade vor dem blauen abgehauen, wollte den gelben jetzt grabben, aber ging nicht. So, 2 Treffer habe ich, Leute. Das ist gut. Schon mal ein Fortschritt. So, den blauen jetzt noch und dann habe ich es doch. So gut wie. Ich muss mich im falschen Moment werfen. Geh da rüber. Ganz ehrlich. Und tschüss, Donkey. So, perfekt, geht doch. Wenn man sich ein bisschen konzentriert in dem Spiel, dann geht alles wirklich viel einfacher. Auch nur ein bisschen. Ja, Leute, das war die 5-Plus-Welt schon, ne? Also die 5. Welt Plus. Weiß nicht, wie man nennen soll, ist auch egal. Und das war's mal noch nicht für heute. Wie gesagt, ich mache mal 2 Welten jetzt. Und die, nach der Gruselvilla folgt der Glitch-Gletscher, wie wir noch aus dem ersten Lauf wissen. Da sehen wir es auch, der Glitch-Gletscher Plus, Glitch-Gletscher Plus in dem Fall natürlich. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, was jetzt hier auf uns wartet. Ich habe auch schon wieder die, also außer dem Eisboot natürlich, ich weiß nicht, ob die Mini-Marios ausrutschen. Ich hoffe, die sind ein bisschen rutschfester als Mario. Das muss nicht unbedingt sein. Ja, wir werden sehen, Leute, ne? Auf geht's, einfach in die Welt. So, Donkey. Auch hier jagen wir nicht wieder. Danach, also noch 3 Welten wahrscheinlich, ne? Und die Profi-Level nicht zu vergessen. Dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Leute, ich bin schon gespannt, wie lange wir noch brauchen werden letztendlich. Komm ich da wieder hoch eigentlich? Ah ne, mit dem Dummschwung komme ich ja gar nicht da hoch. Stimmt ja, da war ja was. So, den Shagger würde ich gerne loswerden vorher, aber ich glaube, den muss ich abpassen einfach, ne? Wait. Achso. Blöd, ich kann das Ding nur mitnehmen hier. Also, was ist das denn? Was ist denn jetzt hier los? So, dann komme ich hier hoch. Der Kleine muss jetzt mitkommen. Komm mit. Junge. So, hier rüber bitte. Kann er rüber laufen oder rüber springen? Ah ne, der kann schon, der kann nur davon dann da hochgehen. So war es, genau. So, und weiter geht's, komm, Junge. Komm hier. Oh na, genau, ich brauche jetzt das Trampolin nochmal. Hat nicht dran gedacht, ehrlich gesagt, aber ist ja auch nicht schlimm. Der Schalker kommt ja nicht runter, ne? Das ist das Gute. Ach, jetzt hab ich ein Level, bin ich Idiot. Oh, bin ich blöd. Da oben ist noch ein Geschenk. Ja, Leute. Also, wir sehen jetzt hier den Endscreen einmal. Aber das mache ich jetzt direkt nochmal. Ja, ist nur geschafft, ich weiß. Direkt nochmal rein, ist wurscht. So, Leute, jetzt wird's doch mal ernst. Ja, ich weiß, ob ich da hochkomme, ne? Einfacher. Ich kann ja die Kleinen hier benutzen einfach. Kann ich jetzt keinen Absprung mehr drauf machen? So. Da komme ich da nämlich hoch und dann kann ich ihn das hochholen. So ist es wahrscheinlich auch gedacht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Sonst könnte ich wahrscheinlich auch oben einfach ihn zur Hilfe holen. Warum geht der jetzt nicht da rein, Alter? Was? Gerade da stand ich genauso da gefühlt und da ist er einfach nur irgendwie hingelaufen. Kleiner Drecksack. Aber gut, Freunde, ich habe jetzt das, was ich sehen will, nämlich noch den goldenen Stern und nicht mehr den durchsichtigen quasi. Und damit kann ich jetzt seelenruhig in den nächsten Level gehen. So, mal schauen, was jetzt hier auf uns wartet. Wir starten. Okay, wir starten noch links, wir starten jetzt irgendwo rechts, aber das geht auch schlecht. Da irgendwo rechts zu starten. Hm, was muss ich machen? Ich muss auf jeden Fall Trampolin da runterholen. Wo ist ein guter Schalter? Der ist da oben erst wieder.
Moment. Ist er hochspringen bitte? Hallo, komm mal her, Junge. Springt er nicht hoch, ne? Springt er so da jetzt hoch? Ja, jetzt ja. Ah, perfekt, genau so wollte ich es haben. Ah, ich muss den roten Schalter da aktivieren irgendwie. Das Ding ist unten. Kann er mal wieder runterkommen? Hallo, komm runter jetzt! Was ist denn jetzt mit dem? Der soll hier runterlatschen. Scheiße, jetzt hab ich doch. Kackt, oder? Ah, jetzt. Nee. Bitte daneben fallen. Ach du Kacke, wie komm ich jetzt alle Scheiße. Ah, jetzt. Perfekt, so. Genau so wollte ich es doch haben. Komm ich da hoch? Kann ich da rüberspringen und er kann jetzt durchlaufen? Ja. Lauf da drauf, genau. Das muss ich aufpassen. Darf ich zu weit laufen? Der rutscht nämlich auch, der Kleine. Da, okay, da muss er sogar rutschen. Perfekt. Ja, dann haben wir es doch. Da wollte er gar nicht da runterfallen. Da gibt's ja wohl nicht, der kleine Drecksack. Aber gut. Ich mag es ja, die Kleinen. Ist schon ein sehr amüsantes Abenteuer hier, muss ich sagen, mit den kleinen Mini-Marios, also hätte ich nicht erwartet, dass ich so viel Spaß mit dem Game habe, sag ich ganz ehrlich. Ja, und damit geht's auch direkt weiter mit 6-3+, meine lieben Freunde. Mal schauen, was hier jetzt hier auf uns wartet. Ja, das sag ich gerade bei jedem Level, aber ist ja auch, ja, irgendwie... Ich bin da gespannt, was auf uns wartet. Warte mal. Muss ja jetzt aber ganz schnell weg, ne? Dann rutschen, ne? Und mit kleiner Mann. Muss mich echt beeilen. Weil die Dinger da kommen. Und, die wollen den Mini-Mario halt. Soll ich den Mini-Mario halt holen? Das wird's eng. Das könnte jetzt eng werden. Nee, das reicht aber noch. Was hab ich jetzt gemacht? Warte mal. Ich muss die Viecher besiegen, ich Idiot. Damit der wieder zurück kann. Der Kleine. So, weg sind sie. Perfekt, wir haben drei Geschenke, wir haben Mini Mario dabei. So geht das, Leute. Aber so mit ein bisschen Zeitdruck fand ich jetzt auch ganz geil. Also war sehr angenehm irgendwie. Aber was anderes wieder hier seit längerer Zeit, würde ich sagen. Mal schauen, ob 6-4 genauso weitermacht. Vermutlich ja eher nicht. Also will man auf jeden Fall wieder Warpboxen hier. Und ich glaube tatsächlich, ich muss den Kleinen da reinlotsen, ne? In die Warpboxen. So wie es aussieht teilweise. Muss ja unten lang. Kommt der da hoch? Frage ist nur, wie kommt er dann da nach oben an das Geschenk ran? Das ist ja die Frage dann, die sich mir stellt. Ich komme auf jeden Fall nicht hoch, oder? Obwohl doch, ich komme ja wohl hoch. Kann hier mit dem Ding fahren. Ja, und dann komme ich da hoch. Das Geschenk ist für Mario. Zu holen. Genau so nämlich. Das ist hoffentlich nicht runter jetzt. Ah nee, warte mal, muss ich den blauen Schalter wieder aktiviert haben, ne? Da unten, da muss ich den gelben Schalter aktivieren, wahrscheinlich schnell. Ja, komm erstmal mit, Kollege. Ich muss doch von rechts nach links laufen. Das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Ja, du musst nämlich oben dann... Ah, der muss oben lang, um... ich verstehe. Langsam. Jetzt musst du erstmal... Scheiße, das war... Ja, das war schon mal falsch. Trink nochmal da rein. Muss man bitte das Geschenk? No. So, und jetzt muss er nämlich oben lang. Sollte mal hier stehen erstmal. Dann vielleicht auch noch einen Schritt weiter. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Er springt da vorüber, okay. Ja, dann easy. Das muss er nämlich da wieder rein, das muss er den roten Schalter nehmen. Ja, ich hätte eigentlich wieder unten lang nutzen können, wenn ich ehrlich bin. Wäre vielleicht einfacher gewesen im Nachhinein. Das war's, das war der Level. Also die Steinblöcke da, die waren jetzt nicht so unbedingt ein tödliches Hindernis, muss ich sagen. Das war einfach nur wieder für die grauen Zellen, da muss ich einfach mal so sagen. Also nichts anderes, ehrlich jetzt. Ja Leute, jetzt fehlen noch zwei Level und dann noch zwei weitere, also noch vier. Der Rechnikal ist auf jeden Fall klar im Vorteil und wir haben hier wieder die Klotzköpfe am Start.
Meine allerbesten, bestesten Freunde. Das geht wahrscheinlich so, ne? Wenn der mich den Ding darüber schieben muss. Bitte unten, Kollege. Genau, da dazu hin, einmal. Danke. Wollt ihr überhaupt hier hoch? Wahrscheinlich schon, ne? Und nicht so hier hoch. Hat er hier hoch. Aber ich muss mich jetzt, glaube ich, beeilen. Beziehungsweise ich muss ihn einmal. Ja, ich muss einmal vorbeilaufen mit ihm. Dafür kommt jetzt nicht zu schnell nach. Ja, perfekt. Genau so. Halt, warte mal, wie kriege ich ihn da runter? Ach, er muss doch gar nicht hier hoch. Scheiße. Das Ding muss doch mal rüber da. Muss er jetzt mitkommen? Wahrscheinlich schon, ne? Komm mal runter. Ah, ich muss sie abwehren und dann, ich darf nicht zu schnell laufen hier. Okay. So geht's genau, Leute. Habt ihr gesehen? Da muss er hier hoch. Komm mit. Scheiße, ich hätte ihn... Ah, verdammt. Obwohl, das kann ich nochmal retten, ne? Guck nochmal hier hoch, oder? Ja. Ich muss erstmal hier reinlaufen. So, jetzt kann er da hoch. Perfekt, das kann er sich ja geschenkt holen. Ja, dann nochmal hin. Hoch hier. Das war's doch schon. Achso, ist fertig. Okay, ich hätte viel kreativ, wenn man den da rechts auch noch weiter hochholen müssen jetzt irgendwie, aber gut. Wäre vielleicht zu lang gewesen am Ende des Tages. Etwa so auch in Ordnung, sage ich jetzt einfach mal. Und damit haben wir 6-5 plus abgeschlossen und dann damit geht's jetzt weiter in 6-6 plus, logischerweise. Oder es gibt doch zuerst den 100 Pilz Bonus Level, was mich gerade ein bisschen wundert, aber ist halt eben manchmal so, ne? Denkt man sich aber manchmal auch nicht aus. Jo, muss ich erstmal hier so hoch, komisch hochgehen. Alles klar. Ich glaube, ich muss hier auch durchrutschen. War schon. Ein Leben gefunden. Ich hoffe, es war nicht nichts noch ein Leben, aber ich kriege jetzt nochmal 5, von daher nähern wir uns doch den 99 langsam, ne? Jetzt aber mit ein paar Leben mehr geht's doch in 6-6 rein. 6-6 plus, natürlich. Oh Gott, was muss ich denn jetzt hier machen? Ein, wa? Der, was da runter verliegt. Der kleine Racker. Er fällt. Oh, Glück gehabt. Das war mal gelaufen, ist ein Stück. So muss ich nämlich machen. So, er muss runter, ne? Ich auch. Wir müssen beide runter. Dann gehen wir aber nochmal zusammen da rein. So, Kollege, geh da rein. Kollege, komm rein hier in den Bums. Genau so. Muss auf jeden Fall oben lang. Ich mal kurz mal testen. Kann ich mich. Ne, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, da muss er kleiner rein, oder? Ja, aber er muss erstmal da oben lang. Blauen Geschenk. Wenn ich richtig sehe. Genau. Jetzt warte ich mal, bis die Dinger wieder da sind. Kann er runterkommen. Dies. Ja, das weißt du nicht gedacht, aber ist nicht so schlimm. Ist sogar besser so. Wer, Kollege? Ganz langsam. Schaffst du das? Jawohl. Und hoch. Komm, wir haben alle Geschenke. Wir haben es geschafft, Kollege. Das war auch nicht so einfach, ehrlich. Das sah vielleicht einfacher aus, als es war am Ende. Aber gut, Leute, das war so gut wie der Glitch-Gletscher Plus. Okay, guck mal, noch ein Funktion machen wir jetzt auch noch platt, das ist doch klar. So, mal schauen. Ach, das ist wieder die Kacke mit dem Hebel. Ja, okay, ja, ich verstehe. Wir sind anders als. Ah, die Eisdinger sind jetzt dazugekommen, ne? Ja, richtig. Die Eisstacheln da oben. Man wirft ein Fass. Das kann ich eh nicht nehmen, ne? Wenn mich richtig sitte. Das muss ich nehmen. Oh shit, er hat mir fast wieder genommen. Ein Drecksack. Ich bleib einfach mal hier stehen, oder? Dahin. Und fast.
Oben lang. Kann ich hoch, Mann. Wieso komme ich denn da jetzt nicht hoch? So, jetzt aber habe ich ihn getroffen. Oh, was hat er mich nicht. Ja, da treffe ich. Wieder, trifft er mich, super. Dem konnte ich ausweichen mit, wer ist es denn? Mit dem hier, ne, einfach, meine ich. Warte mal, hier steht die oben. Toll. Wow, das war knapp. So, das ist ein Treffer. Auf jeden Fall. Das war jetzt aber knapp, ne? Wieder. Der hat mich fast erwischt irgendwo. Okay, ich muss hier hin. Dann kann er mich eigentlich mit den Fässern auch treffen. Oh, oh, nicht hauen bitte, danke. Ich muss tatsächlich warten, bis die Stacheln da oben weg sind, okay? Darf nicht zu schnell sein. Weil ich muss da unten gehen, dann eine Etage. Ich geh mal da hoch. Sag mal runterfahren und dann ist es ein Treffer. Treffer Nummer 2. So läuft es doch. Er kommt ja auf den Boden, ne? Ja, jetzt kann ich aber abwehren. Nicht so schlimm. Nicht so gravierend. Ich hab mal fast Kollege, wollte ich gerade sagen. Bitte schön, Kollege. Kannst du haben da. Ein Kackfaster, kannst du da direkt wieder haben. Mach mal Neues, bitte, danke. Oh, das war knapp. Nicht behaupten. Das war fast, jawohl. Sieht nur noch. Jetzt kaputt gemacht, der Arsch. Im nächsten Fass. Das ist jetzt wieder ein Dings. Ja, ist das wieder so ein Fass. Will er mich aber auch haben, ne? Der Drecksack. Auch passen wir jetzt Zeit. Skin. Das ist doch Treffer hier. Oh, no, er wird ab. Scheiße. Absolut kein Treffer. Aber ich muss ihn fast schnell kriegen und ihn damit bewerfen. Das Problem. Wenn der kein Ziel, dann habe ich jetzt verkackt. Das ist eins. Das ist ein Treffer, oder? Komm schon. Jawohl. Boah, 5 Sekunden noch auf der Uhr gehabt. 5, Leute. 5 Sekunden, ey. Ich kann es hier nochmal nicht oft genug betonen. 5. Nur noch eine Handvoll. Gut, aber wir haben es geschafft, Leute. Das war die 6. Welt. 6 plus in dem Fall. Die insgesamt 14. Welt dann. Und Leute, ja, wir haben es geschafft. Komm, ich zeige es nochmal richtig. Bäm, da haben wir es. Lichtschwester Plus ist erledigt. Ja, Glückwunsch auch an Mario. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter im Mysterien Force Plus. Und wie auch immer die letzte Welt hieß, weiß ich gerade nicht. Also habe ich nicht auf dem Schirm irgendwie. Insta-Stadt war es, ne? Genau, die war es. Die müsste auch noch kommen danach. Und wenn alles gut geht, haben wir es danach geschafft. Soweit. Zumindest mit den regulären Welten, wenn ich dann noch mehr kommt. Aber ich weiß dann echt nicht, ob ich noch weitermache. Hier im Let's Play, dann reicht es auch mal irgendwann. Aber erstmal dürfen wir uns beim nächsten Mal auf die Mysterien Force Plus freuen. Und falls ihr nicht verpassen wollt, dann schaltet gerne wieder ein. Ich danke schon mal fürs Zusehen. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Und schönen restlichen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basukasu.